Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. AI-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Nein, das reicht mir. Ich fahre dann auch. Ein Schmetterling, ein Wolfskopf, ein Krebs, tot, tot. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es, Sean? Ich weiß, er ist wirklich unglücklich. Er kann nicht verstehen, warum ich ihn scheinbar nicht lieben kann. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Ich fühle mich irgendwie wie betäubt, als ob es nicht real wäre.
Manchmal sage ich mir, das ist alles nur ein Albtraum und ich werde gleich aufwachen. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß da nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Was denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Willst du was essen? Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Ein Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt der nie zurück. Kann ich mal probieren? Du hast es geschafft, Dad. Willst du jetzt mal? Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also, das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Dann wirfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Jetzt. Wirf ihn. Geschafft, Dad. Ganz toll schon. Siehst du? War gar nicht so schwer. Ein Päckchen Kaugummi mit Erdbeergeschmack. Danke. Hey, ich habe ein paar Kaugummis. Ich hasse Erdbeeren. Vielen Dank. War trotzdem nett von dir.
Ich war schon seit Ewigkeit nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Komm, Dad, lass mich fliegen. Auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Los, Dad! So schnell wie du kannst! Schön schwindelig. Ein gutes Astronautentraining. Willst du auf die Schaukel gehen? Ich schub's an. Okay. So schnell wie du kannst. Das war cool. Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Einmal. $1.
Sean! 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 Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute okay. ab. Okay. Oh, Captain, Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Nein, natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren auf einem Silbertablett. Hm.
Nicht schlecht. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen Ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Ich sehe mich mal im Revier um. Vertrete mir die Beine. Ich muss die Assistentin von Perry bitten, ihr mein Büro zu zeigen. Ich muss unbedingt arbeiten. Ich habe Blake bei meiner Ankunft gesehen. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Ich verdurste. Nie ist ein Wasserspender in der Nähe, wenn man ihn braucht. Ich glaube, ich brauche einen guten Kaffee. Killer wurde nie identifiziert. Könnte das auch beim Origami-Killer passieren? Ich bin bereit. Sollen wir loslegen und über den Fall reden? Ich muss noch was erledigen. Wir reden später. In Ordnung? Okay. Kein Problem. Sagen Sie mir, wenn es Ihnen passt.